Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Nachtvorlesung Nachgefragt. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was kaum bekannt ist, aber sehr weit verbreitet: Hirndruck im Alter. Und dazu habe ich mir als Experten Herrn Prof. Dr. Uwe Kehler eingeladen. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am Asklepios Klinikum Hamburg-Altona. Hallo, Herr Prof. Kehler, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Wie kommt es zum Hirndruck überhaupt? Ursachen für einen Hirndruck sind vielfältig. Bei einigen kommt es zu Zirkulationsstörungen des Hirnwassers. Das kann nicht ablaufen und dann staut es sich auf und es gibt den Hirndruck. Es gibt aber auch Tumoren, die größer werden, Hirndruck machen. Es gibt Schwellungen, es gibt Schlaganfälle, wo es zu großen Schwellungen kommt. Und immer wenn es zu einer Volumenvermehrung im Schädelinneren kommt, dann steigt der Hirndruck und drückt auf das Gehirn und schädigt möglicherweise das Gehirn. Was ist sozusagen genau der Hirndruck? Der normale Hirndruck, den wir haben, der ist so um 10 cm Wassersäule. Und wenn denn irgend so etwas passiert, dann kann der Hirndruck erheblich ansteigen auf deutlich höhere Werte und presst das Gehirn zusammen. Dann gibt es bei den alten Menschen aber noch eine andere Form des Altershirndrucks. Das ist eigentlich eine falsche Bezeichnung, weil sie gar keinen erhöhten Hirndruck haben. Aber bei diesen Patienten können die Gefäße aus dem pulsatilen Fluss des Herzens keinen gleichmäßigen Fluss machen. Und dann hämmert sozusagen der Puls auf das Gehirn und das kann auch das Gehirn schädigen. Können Sie uns das nochmal im Detail erklären, diesen Vorgang? Das Herz pumpt das Blut ja in den ganzen Körper. Und im Schädelinneren müssen die Gefäße aus diesem Pumpen einen gleichmäßigen Fluss machen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann ist dieses Pumpen schlägt dann sozusagen direkt auf das Gehirn und kann das Gehirn entsprechend schädigen. Was für Symptome hat dann ein Mensch, wenn das passiert? Bei dem Altershirndruck gibt es normalerweise drei typische Symptome. Das ist eine Gangstörung. Da kommt es häufig zu einem schlürfenden Gangbild, zu einem breitbasigen, unsicheren Gang. Es kommt zu einer Inkontinenz, wobei anfangs ist es häufig so, dass sie nur eine Drankinkontinenz haben. Das heißt, sie müssen und dann haben sie keine Zeit, zur Toilette zu gehen. Sie müssen ganz schnell hinrennen, sonst geht es in die Hose. Und das dritte sind Hirnleistungsstörungen, Gedächtnisstörungen, Richtung Demenz geht das. Wenn man jetzt die Symptome betrachtet, dann hat das ja, wie Sie gerade meinen, auch Demenz hat das ja sehr große Ähnlichkeiten zu Demenz. Wie diagnostizieren Sie jetzt den Altershirndruck? Wenn man diese verschiedenen Symptome hat, dann muss man als erstes ein Bild vom Gehirn machen, am besten eine Kernspintomographie. Anfangs kann man auch mit einer Computertomographie anfangen. Wenn man dann ein erweitertes Hirnkammersystem hat, dann besteht der hochgradige Verdacht auf einen solchen Altershirndruck. Und dann muss man diese Diagnose aber noch beweisen, indem man Hirnwasser ablässt. Hirnwasser ablassen, das muss man nicht direkt über eine Punktion in die Hirnkammern, sondern man kann es durch eine Punktion in den Wirbelkanal machen. Weil der Wirbelkanal mit dem Hirnwasser in Verbindung steht, kann man dann auch das Hirnwasser des Kopfes entlasten. Und danach kommt es in der Regel bei einem Altershirndruck zu einer deutlichen Besserung, insbesondere der Gangstörung. Wenn jetzt die Diagnose feststeht, Altershirndruck, wie behandeln Sie dann? Wie gehen Sie vor? Wenn die Diagnose feststeht, gibt es zwei Operationsmöglichkeiten. Es gibt ein paar Unterarten, die wir in der Kernspintomographie erkennen können. In den meisten Fällen müssen wir das Hirnwasser über ein Schlauchventilsystem ableiten. Das leiten wir meistens in die Bauchhöhle ab. In der Bauchhöhle wird es dann vom Bauchfell aufgenommen und geht wieder ins Blut über. In einigen Fällen finden wir eine Hirnwasserpassagestörung, da können wir mit einem Endoskop ins Hirnkammersystem gehen und einen anderen Abfluss herstellen, indem wir in eine Hirnkammerwand ein kleines Löchlein machen. Wie sind da so die Ergebnisse dieser Behandlungen? Wenn die Patienten nach so einem Punktionsversuch deutlich sich gebessert haben, können wir eigentlich mit ganz hoher Sicherheit sagen, dass die Patienten sich klinisch deutlich verbessern.
wobei die Gangstörung meistens sehr viel besser wird. Die Inkontinenz bessert sich häufig etwas langsamer, aber bessert sich in vielen Fällen auch. Und bei den Hirnleistungsstörungen, bei der Demenz, können wir das schwer voraussagen. Viele verbessern sich erheblich, einige verbessern sich aber nur partiell oder relativ wenig. Das ist sehr schwer vorauszusagen. Wir haben das ja am Anfang schon kurz angesprochen, wie viele, also dass die Krankheit sehr weit verbreitet ist. Wie viele Fälle gibt es denn davon so ungefähr? Wir rechnen etwa damit heute, dass etwa 2 bis 2,5% der über 65-Jährigen davon betroffen sind. Das bedeutet, wir müssen in Deutschland etwa mit 300.000 Erkrankten rechnen. Und es gibt eine amerikanische Studie, die hat gezeigt, in den Altersheimen und Pflegeheimen, dass etwa 10% der Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen von dieser Erkrankung betroffen sind. Das ist ja eine ganz schön große Anzahl. Das ist, verwundert einen eigentlich so ein bisschen, dass die Krankheit gar nicht so bekannt ist wie jetzt Parkinson oder Alzheimer. Woran liegt das? Genau, die Erkrankung ist eigentlich genauso häufig wie zum Beispiel die Parkinson'sche Erkrankung, aber es kennt sie kaum jemand. Muss man sagen, in den letzten Jahren ist das deutlich bekannter geworden. Wir machen ja auch viele Fortbildungen und viele Allgemeinärzte, Neurologen, Neurochirurgen, auch Radiologen kennen mittlerweile diese Erkrankung. Aber es ist gefährlich natürlich, wenn ein Patient so eine Verdachtsdiagnose Alzheimer zum Beispiel bekommt, weil dann nicht weiter nachgeforscht wird. Es ist auch dann gefährlich, wenn der Radiologe sagt, ja, das ist eine Hirnatrophie, aber kein Hydrocephalus. Aber man kann mit einer Bildgebung, wenn die Hirnkammern erweitert sind, einen Normaldruckhydrocephalus oder einen Altershirndruck nie ausschließen. Und dann kommt hinzu, dass viele auch, weil früher diese Operationen bei Kindern viele Probleme gemacht haben, auch sagen, ja, es lohnt gar nicht, einen alten Patienten zu behandeln. Und deshalb werden die Patienten auch häufig nicht weitergeschickt. Aber die Behandlung ist so segensreich. Wir können den Patienten häufig eine Pflegebedürftigkeit über Jahre hin ersparen. Und deshalb sollten wir das eigentlich auch bei alten Patienten, auch bei 85-Jährigen, wenn er sonst einigermaßen fit ist, dieses auf jeden Fall versuchen und diese segensreiche Therapie ihm nicht vorenthalten. Was raten Sie denn Menschen, die ängstlich sind und denken, vielleicht leiden sie unter Altershirndruck oder die einen Verwandten haben? Also wenn ein Patient glaubt, diese Behandlung, diese Erkrankung zu haben, dann sollte er zunächst seinen Hausarzt aufsuchen und der Hausarzt, je nachdem, wie erfahren da ist, wird die weitere Diagnostik mit einer Computertomographie oder Kernspintomographie selbst veranlassen. Wenn es aber, wenn er sich unsicher fühlt, sollte er ihn natürlich zu einem Neurologen oder zu einem Neurochirurgen direkt schicken, der dann die weitere Diagnostik veranlassen würde. Jetzt im Vergleich zu den Krankheiten Parkinson, Alzheimer, wie sind da so die Heilchancen durch die Behandlung? Die Behandlung erbringt, wenn die Erkrankung nachgewiesen ist, eine sehr gute Besserung bei den allermeisten Patienten. Und damit ist sie natürlich viel besser als beim Alzheimer. Den Parkinson kann man ja auch lange Zeit sehr gut mit Medikamenten behandeln. Bei dem Altershirndruck, die Patienten muss man aber operieren. Da nützt eine medikamentöse Therapie in der Regel nichts oder nur sehr, sehr vorübergehend etwas. Wenn wir zeigen können mit dem Liquor- oder Hirnwasserablasstest, dass sie sich bessern, dann können wir eigentlich mit großer Sicherheit voraussagen, dass sie sich auch sehr gut nach der Operation dann auch langfristig bessern. Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Professor Kehler, für das Gespräch. Sehr gerne, bitteschön. Liebe Zuschauer, wir hoffen, wir konnten Ihnen nun die wichtigsten Fragen zum Altershirndruck beantworten und Sie für diese Erkrankung ein bisschen sensibilisieren. Wir freuen uns, wenn Sie auch bald wieder sich bei uns reinklicken unter www.asklepios.com oder unter YouTube. Jetzt verabschieden wir uns erstmal und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.